Runde. Wir leben heute bei einer strengen Mom und bei einer spaßigen Mom. Und am Ende entscheiden wir, welche uns besser gefällt und bei welcher wir weiter leben wollen. Wenn ihr wissen wollt, wen wir wählen, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und ihr könnt natürlich schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt und wen ihr gewählt hättet. Ein kleines Mädchen ist zur Adoption frei. Wer hat Interesse? Ich. Ja, ich auch. Juhu. Okay, wow. Dann machen wir es am besten so. Eine Woche bei jedem. Abgemacht? Meinetwegen. Yay, na klar. Alles klar, dann schätze ich mal, bin ich jetzt bei dir zu Hause. So, ab nach Hause. Oh Gott, das fängt ja schon mal gut an. Ich hoffe, die strenge Mom ist nicht wirklich so streng, wie sie aussieht. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Wo ist wohl unser Haus? Ist es das linke? Ist es das rechte? Oh, es scheint das linke zu sein. Oh, wir sind da. Oh ja, okay, hier in die Garage. Ist das unser neues Haus? Herzlich willkommen. Okay, alles klar, ich gehe mal rein. Wow, alles ist so schön sauber und hell. Ja, das ist dein neues Zuhause. Wie cool. Oh mein Gott, weiße Sofen und ein wunderhübscher Teppich. Hey Lady, was gibt's? Erstmal die Hausregeln. Uff, ich bin noch keine 5 Minuten hier und jetzt kommen wir schon mit Regeln. Nummer 1, nicht mit Schuhen auf den Teppich. Ich glaube, ich war mit Schuhen auf dem Teppich. Sorry. Oh, aber man sieht den Fleck kaum, oder? Der ist noch echt hell. Meine Schuhe sind, glaube ich, auch recht sauber. Ups, sorry, ich habe es schon wieder gemacht. Wir müssen dir noch viel beibringen. Okay, das war Regel Nummer 1. Was sind denn die anderen Regeln? Frühstück ist um 8. Bettruhe um 21 Uhr. Um 9? Abends? Soll ich ins Bett gehen? Das ist doch viel zu früh. Ich glaube, bei uns klingelt jemand. Wollen wir den nicht aufmachen? Nein, das kann warten. Hey, aber die klingelt. Vielleicht ist was Ernstes. Ich gehe mal hin, okay? Hallo, da draußen. Oh mein Gott, da ist ein brennendes Auto. Kann ich rein? Oh ja, wir können sicher mit ihr spielen. Runter von meinem Hof. Oh mein Gott, sei doch nicht so streng. Sonst rufe ich die Polizei. Was? Nur weil sie ein bisschen brennendes Auto hat? Guck mal, sie sucht auch eine Familie. Wollen wir sie nicht auch adoptieren? Komm schon, dann hätte ich eine Schwester. Nein, ich habe schon ein Kind. Oh, guck mal, sie sagt sogar bitte. Oh, Elena ist sicher richtig lieb. Ach, wow, okay, super guter Start hier in die ganze Geschichte. Mama, was gibt's denn heute zum Abendessen? Sicher was richtig Leckeres, wie Pizza oder Pancakes oder Waffeln. Hier, du hast nur eine Banane in der Hand. Ach, die kann ich mir selber nehmen, danke für nichts. Ein gesunder Snack. Okay, und das ist mein Abendessen. Wie soll ich denn satt werden von einer Banane? Entschuldigung, ich bin im Wachstum. Ich muss vielleicht auch noch groß werden. Hast du denn nicht zugehört? Pff, Entschuldigung, was habe ich gemacht? Abendessen um 6. Schön, dann gehe ich jetzt hoch auf mein Zimmer. Wo ist denn mein Zimmer? Habe ich überhaupt ein Zimmer? Ja, ja, nicht so ungeduldig. Oh, das kann ja anstrengend werden. Oh, hier ist richtig schön. Ist das mein Bett? Yay! Das ist dein Zimmer. Oh mein Gott, wie schön. Das ist alles so hell und so sauber und so wunderbar. Ich habe einen eigenen Whirlpool. Cool. Hey, wieso ist abgeschlossen? Hey, nicht auf dem Bett hüpfen. Ach, du erlaubst hier überhaupt gar keinen Spaß. Wie kann ich denn jetzt in den Whirlpool gehen? Kannst du die Balkontür aufschließen, bitte? Zugang zum Balkon erst, wenn du brav warst. Oh mein Gott, das ist ja wie ein Gefängnis hier drin. Oh mein Gott, vielleicht muss ich einen Plan machen, auszubrechen. Aber ich mache heute mal eine Ausnahme. Oh, okay, vielleicht wird es doch nicht so schlecht. Yay, okay, okay. Dann lass mich raus. Okay, okay, okay. Wie wunderschön. Ich muss mir nicht erst Badesachen anziehen, oder? Ich meine, die werden eh nass. Oh, so schön. So warm. Ich liebe es, einen eigenen Whirlpool zu haben. Naja, jetzt ist es eh zu spät. Ich habe überhaupt gar keine Badesachen. Dann müssen wir welche kaufen gehen. Also das ist wirklich nicht meine Schuld diesmal. Okay, ich kaufe dir morgen welche. Oh, okay. Gar nicht so schlecht. Ich gehe morgen shoppen mit meiner neuen Mom. Und anstatt in die Schule zu gehen, gehe ich einkaufen. Wir gehen doch statt der Schule, oder? Hey, wer hat hier was von Schuleschwänzen gesagt? Natürlich nach der Schule. Ja, ja, schon verstanden. Willst du dich nicht noch fertig machen? Ich schätze, das heißt, ich muss Zähne putzen und vielleicht duschen. Ich meine, das bisschen Chlorwasser muss ich da wirklich duschen? Das Bad ist doch hübsch, oder? Ja, das Bad ist wirklich schön. Wow, so ein großer Spiegel. Dann mach das Fertigmachen doch richtig. Okay, das heißt, ich werde auch noch duschen. Naja, kein Problem. Erstmal Zähne putzen. So, und fertig. Dann gehe ich noch duschen. Ich mache so lang Abendessen. Oh, es gibt auch noch Essen. Ich schätze mal, ich kann auch noch was Zweites essen. Überhaupt gar kein Problem. Ab in die Dusche. Okay, duschen ist so angenehm. So schön warm und so viel Wasser. Hey, hä? Warum hört das Wasser denn auf einmal auf? Mom, haben wir nur begrenzt heißes Wasser?
Nicht so viel! Entschuldigung, ich habe halt gedacht, ich kann mich in Frieden abduschen, aber ich schätze mal, das wäre Verschwendung. Hast du denn noch Shampoo in den Haaren? Nee, das nicht, aber es ist halt angenehm. Dann muss es reichen. Na gut, ich schätze, so ist es. Auf, Ronja! Es ist noch so früh um 7 Uhr. Ich bin sonst immer einfach ein bisschen später in die Schule gegangen. Du kommst noch zu spät. Meinetwegen, ich habe meinen Ranzen. Alles gut, wir können in die Schule gehen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Mal gucken, was meine ganzen Freunde sagen, wenn ich jetzt hier mit so einer Mom in der Schule ankomme. Oh Gott, die wird doch sicher auch am Elternabend da sein und dann die ganze Zeit irgendwelche blöden neuen Vorschläge haben, dass wir noch mehr Hausaufgaben kriegen. So klingt es schon. Alles klar, von hier schaffe ich es alleine. Holst du mich nachher ab? Wir haben Schule aus um 1. Halt, halt. Oh Gott, was ist denn jetzt? Was könnte ich possibly falsch gemacht haben? Ich möchte mit deiner Lehrerin reden. Wie mit meiner Lehrerin? Die ist wahrscheinlich nicht mal in der Schule heute. Ja, klar. Na schön, was willst du denn mit meiner Lehrerin besprechen? Deine Leistungen. Wie meine Leistung? Mama, es ist der erste Tag in der Schule. Und wie man sie verbessern kann. Oh Gott, das geht ja gut los. Ich freue mich schon auf die zweite Woche, wo ich bei der spaßigen Mom zu Hause bin. Oh yay, da sind wir endlich beim Kleiderkaufen. Da hat sich die Schule doch gelohnt. So, hier wären wir. Perfekt. Okay, ich hatte mir überlegt. Also die Bikinis sind ja hier vorne. Du kannst mir gerne sagen, was du denkst. Beim Zahnarzt. Wie jetzt beim Zahnarzt? Oh nein, der Zahnarzt ist direkt daneben. Warte, gehen wir überhaupt gar keine Kleider kaufen? War das alles nur ein Trick, dass wir zum Zahnarzt gehen? Ich habe Angst vorm Zahnarzt. Ich will nach Hause. Keine Sorge, ist nur Vorsorge. Wie nur Vorsorge? Oh nein. Das ist das, wo die in dein Zahnfleisch rumpulen, damit deine Zähne gesund bleiben. Nein, das machen die nie. Die pulen in meinem Zahnfleisch rum, alles blutet, alles tut weh. Dann sagen die, du hast so viel Zahnstein, du musst deine Zähne ordentlicher putzen. Hier, du benutzt dich ja gar keine Zahnseide. Was? Du benutzt keine Zahnseide. Doch, na klar, natürlich. Hallo? Einmal den Termin für Ronja, bitte. Was brauchen Sie? Gründliche Vorsorge und Reinigung. Okay. Wirklich, Mama? Wir können noch gehen. Noch ist es nicht zu spät. Dann kommen Sie schnell mit. Die hatte Vampirzähne, Mama. Die ist sicher ein Vampir. Guck mal. Das ist richtig gefährlich. Die fällt mir meine Zähne auch ab. Wenn du brav bist, kaufen wir dir einen Bikini. Uiuiui, sind das gesunde Zähne. Gut, hier bin ich. Ich bin bereit für meine Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt. Oh, das war die Hölle. Immerhin habe ich jetzt einen neuen hübschen Bikini. Und ich darf sicher als Belohnung in den Whirlpool, oder? Ich war so brav. Erstmal deine Hausaufgaben, Liebling. Ich hatte schon so eine Vermutung. Der Schreibtisch ist hier drüben. Alles klar, dann mache ich hier meine Hausaufgaben. Darf ich den PC benutzen? Solange es nur für Hausaufgaben ist. Ja, natürlich. Ich weiß doch, wie es hier läuft mittlerweile. Okay, dann habe ich immerhin mal meine Hausaufgaben. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kriege ich in der Schule nicht immer schlechte Noten. Und dann muss ich da nicht die ganze Zeit irgendwelche Strafarbeiten schreiben. Vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Sache. Ich sitze so lange hier und pass auf. Oh mein Gott, wir reiten auf den Pferden zu unserem neuen Haus? So, Zuckerschnecke, auf nach Hause. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ist das unser Haus? Es ist wunderschön. Wow, es ist so pink. Oh, ich parke mal hier mein Pferd, schätze ich mal. Das gehört alles dir und mir. Okay, wie cool. Dann kann ich rein? Oh, Entschuldigung, meine Füße sind sicher ganz dreckig. Ja, natürlich. Alles gut, ich mache danach sauber. Oh, okay, da wo ich vorher war, war das ein ganz schön großer Punkt, dass ich hier nichts machen durfte. Super hübsch hier. Wow, es ist so schön. Ist das die Küche? Überall sind Lichter und alles ist pink. Bei mir darfst du alles machen. Okay, wie cool. Oh, ich weiß, es ist schon spät, aber ich habe so ein bisschen Hunger. Können wir uns vielleicht noch was machen? Vielleicht einen Apfel, eine Banane? Na klar. Willst du zum Apfel noch Pizza? Oh ja, unbedingt. Ich hatte die ganze letzte Woche keine Pizza mehr. Hier habe ich extra für dich bestellt. Wow, wie cool. Oh mein Gott. Es ist so lange her, dass ich Pizza hatte. Es riecht so köstlich. Danke, Mama. Okay, ich muss aber noch das restliche Haus erkunden. Was gibt's hier? Okay, das ist ein Badezimmer. Ansonsten, es geht ja auch noch hoch und runter. Was ist das hier? Ah, der Fahrstuhl. Runter. Runter. Oh mein Gott. Du hast einen Keller? Unter Wasser? Oh mein Gott, ist das mein Zimmer? Kann ich hier schlafen? Natürlich kannst du hier schlafen. Wow, wie cool. Warte, ich habe einen eigenen Fernseher. Ich habe ein Bett vorm Fernseher statt einem Sofa. Wie cool ist das denn? Und dann habe ich hier noch ein eigenes Bett und ein eigenes Bad. Und es ist alles so schön. Ja, ich habe dir sogar Netflix bestellt. Wow, danke, Mama. Aber morgen ist doch Schule. Ja, aber du bist ja verantwortungsvoll. Okay, du hast recht. Oh, cool, dann kann ich auf jeden Fall noch meine Lieblingsserie schauen. Ich vertraue dir.
dir? Mir fällt ein, du hast ja noch gar keine Kleidung. Ich habe ein neues Kleid und ein zwei Bikinis. Also das sollte schon okay sein. Oder brauche ich sonst noch was? Wie wär's, wenn wir morgen shoppen gehen? Wenn wir shoppen gehen, können wir auf dem Weg bei Starbucks vorbei und mir einen Milchshake holen? Ich liebe Milchshakes. Natürlich, mein Liebling. Dann lasse ich dich mal alleine. Okay, ich genieße meine Serie. So ein entspannter Abend. Und es ist so cool, dass draußen einfach Wasser ist. Vielleicht können wir da noch Fische verkaufen. Okidoki, ab in die Schule. Ich freue mich schon aufs Shoppen gehen danach. Ich habe gestern auch gar nicht mehr so lange geguckt, tatsächlich. Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Da ist doch gerade der Friseur. Können wir noch kurz zum Friseur? Ja? Meine Haare stören mich schon seit einer Weile. Also ich weiß nicht, ob er schon auf hat. Ach sicher, die haben oft früh auf. Und ich würde mir so gerne eine bunte Farbe machen. Deine Haare sind so cool. Wir können ruhig mal gucken. Warte, warte, ich glaube, ich kann nicht selber meine Haare färben lassen. Ich hätte gerne hellgrün. So wie der Stuhl. Okay, ich bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht. Ist das okay? Denkst du, das ist in Ordnung? Ich fühle mich ein bisschen. Vielleicht wasche ich das raus, dann wird die Farbe noch ein bisschen besser. Okay, so ist besser. Wow, du bist auch für grün gegangen. Guck mal, ich habe auch grüne Haare. Ist das okay? Wo du arbeitest oder stört die Leute das? Nein, nein, das stört niemanden. Naja, hier wären wir schon. Du kannst doch gerne einfach mit reinkommen. Dann kannst du dich noch abtrocknen und vielleicht warten, bis der Regen vorbei ist. So, okay, ist irgendwie noch gar keiner da. Wir sind auch echt früh noch, obwohl ich meine Haare noch gefärbt habe. Ha, was nun? Keine Ahnung, normalerweise sind überall doch Lehrer. Vielleicht habt ihr heute frei. Denkst du wirklich? Denkst du nicht, die anderen Leute sind einfach zu spät? Lust auf einen Milchshake? Na klar, immer doch. Naja, dann hätten sie früher kommen müssen. Ich schätze, jetzt wo du es sagst? Ja, ja, du hast recht, weißt du was? Sie hätten früher kommen müssen, wenn sie wollen, dass wir hier Unterricht machen. Ich habe auch immerhin meine ganzen Hausaufgaben noch gemacht gehabt. Okay, ich hätte gerne Erdbeer oder Schoko. Ich kann mich nicht entscheiden. Niemand hier. Vielleicht nimmst du dir einfach was. Ich lasse Geld da. Okay, Mama, denkst du Erdbeer oder Schoko? Was soll ich nehmen? Oder Waldmeister? Oder einen Muffin? Oder einen Cookie? Oder einen Donut? Nein, Milchshake, Milchshake. Warum nicht alle? Oh, wirklich? Wow, aber das ist doch viel zu viel Zucker. Nicht, dass ich... Obwohl, ich meine, wenn du schon sagst, ich darf alle haben, dann nehme ich auch alle. Was du nicht schaffst, können wir ja mitnehmen. Okay, wenn du möchtest, können wir nach Hause. Oder... Oder was? Wir fliegen in den Urlaub für eine Woche. Warte, meinst du das ernst? Ich meine, es ist hier wirklich schlechtes Wetter. Ja, der Regen nervt. Okay, dann lass uns in den Urlaub fliegen, schätze ich mal. Auf geht's. Wie cool. Ich meine, klar, da hinten ist direkt der Flughafen, aber ich bin noch nie einfach spontan in den Urlaub geflogen. Wir haben auch kaum Gepäck. Obwohl, ich glaube, Zahnbürsten und sowas können wir auch einfach da kaufen. Wo wollen wir hin? Was gibt's denn gerade für Flüge? Es gibt Indien, New York, Mexiko, Bermuda-Dreieck. Die anderen sind alle zu spät. Wir können ins Bermuda-Dreieck fliegen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was denkst du? Klingt verrückt. Ja, schätze schon. Wie wär's mit Italien stattdessen? Na gut, ich schätze, Italien kann nicht so schlecht sein. Ich habe komische Sachen über das Bermuda-Dreieck gehört. Da ist auch schon der Flieger. Ich kann es nicht glauben. Es ist ein ganz normaler Dienstag und ich fliege nach Italien, anstatt in die Schule zu gehen mit meinen neuen grünen Haaren, mit meiner neuen Mom, die, oh mein Gott, die aller coolste ist. Und sowas anderes als die strenge Mutter. Wir sind da. Bist du dir sicher? Ich glaube, das Flugzeug ist noch in der Luft, Mama. Ja, ja, aber unter uns sieht es so schön aus. Okay. Was hast du vor? Lass uns doch einfach mit dem Fallschirm raus. Okay, habe ich jetzt zwar noch nie gemacht, aber... Oh, sie ist einfach weg. Ich schätze, dann bleibt mir keine Wahl. Fallschirm, let's go! Oh mein Gott, ich fliege einfach in der Luft. What? Oh mein Gott, ich fliege einfach mit dem Fallschirm hier runter. Oh Gott, ich lande auf irgendeinem Hausdach. Ich hoffe, das ist kein Problem. Oh, cool, jetzt bin ich in Italien. Oh, aber wo ist meine Mom? Wo ist die denn gelandet? Oh mein Gott, da ist sie ja. Du bist mal ein bisschen langsamer geflogen als ich. Hi, Mom. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, Italien sieht sehr ähnlich aus wie Brookhaven, wo wir herkommen. Aber ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass es keinen Regen gibt. Ja, kommt mir auch sehr vor wie Brookhaven. Naja, schätze mal, Städte sehen einfach ähnlich aus. Pizza-Party? Absolut! Ich kann nicht glauben, dass die ganze Woche schon vorbei ist. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich kann auch nicht glauben, dass es vorbei ist. Aber es war super, super cool. Oh, warte mal. Es muss ja auch gar nicht vorbei sein, weil ich darf jetzt ja eine von den beiden Moms aussuchen, bei denen ich für immer leben möchte. Okay, dann direkt zurück zur Adoptionsagentur. Und dann können wir offiziell machen, welche Entscheidung ich treffe. Mal gucken, was es werden wird. Na, wo hat es dir denn besser gefallen, Ronja?
Überhaupt gar keine Frage, auf jeden Fall bei der spaßigen Mom. Das war super cool, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, die strenge Mom war gar nicht so schlecht. Ich hatte wirklich gute Noten in der Schule die Woche, wo ich da war. Aber ich habe einfach ein bisschen lieber spontanen Urlaub. Schreibt ihr gerne in die Kommentare, wen ihr gewählt hättet. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt zusammen wohnen. Ja, ich mich auch. Auf nach Hause. So, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Macht's gut, tschüss.